Hallo Stefan, vielen Dank für deine Polynomdivision extra, die du mir zugeschickt hast. Und zwar steht hier schon mal an der Tafel a hoch 3 plus b hoch 3 geteilt durch a Quadrat minus b Quadrat. So, du hast da schon eine Lösung vorgegeben, die ich auch nachher noch nachvollziehen werde. Jetzt erstmal der Holzweg. Man könnte ja denken, man teilt das hier einfach so auf. Dann, ne, oder rechnet es ganz normal. A hoch 3 durch a Quadrat ist dann ja a, rechnen wir zurück, a mal a Quadrat ist minus und dann a hoch 3, a mal b Quadrat, a mal minus b Quadrat ist ja minus ab Quadrat. So, a hoch 3 minus a hoch 3 ist nüschte und dann haben wir hier diesen Teil mit ab Quadrat, der wird dann ja ganz normal runtergeholt, so wie es bei der Polynomdivision mit fehlenden Gliedern auch schon drin ist in dem Video. Gut, hier nehmen wir also diesen Term hier, wenn ich jetzt halb kabiniert habe, egal, ab Quadrat geteilt durch a Quadrat müssen wir dann ja wieder rechnen. Und das ist dann keine schöne Sache mehr. Plus, und dann wären das jetzt hier, normalerweise müsste man ja jetzt a durch a Quadrat ist also schon mal 1 durch a. Und dann das b Quadrat noch oben drauf. Denn wenn ich jetzt das hier mit dem multipliziere, kommt dieses hier wieder raus. Dann steht da aber minus ab Quadrat und dann b Quadrat durch a mal minus b Quadrat ist minus b hoch 4 durch a. Ja, und an der Stelle ist das, was dir vorgegeben wurde als Lösung, nicht mehr erreichbar. So. Also, deswegen heißt das Ganze hier auch extra. Man kann hier jetzt mit Sicherheit auch noch weiterrechnen, kommt aber ordentlich in den Busch rein. So, im Sinne von etwas Undurchdringliches. Gut, jetzt kann man sich aber auch hier um diesen Dividend durch Divisor, also durch den an den Divisor wenden und merken, okay, alles klar, a Quadrat minus b Quadrat, das kenne ich irgendwoher, Ah, richtig, a plus b mal a minus b ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Das ist also sowas, als wenn hier stehen würde, a hoch 3 plus b hoch 3 geteilt durch a Quadrat minus b Quadrat ist das gleiche wie a hoch 3 plus b hoch 3 geteilt durch a plus b mal a minus b. Das als Zusammenhang dahinter. So, und jetzt können wir natürlich sowohl diesen Quotienten bilden, als auch diesen etwas runderen. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sache hier erstmal so auflöse, dass ich sage a plus b, natürlich hier die Kubikexponenten mit dran, geteilt durch a plus b. Dann kommt Folgendes raus. Das hier nehme ich mal weg. Können wir uns vielleicht nachher dran erinnern oder du schreibst es nochmal ab, indem du zurückspulst und es nochmal mitnimmst. Wenn wir das jetzt rechnen, a hoch 3 durch a ist a Quadrat. A Quadrat mal a ist a hoch 3. A Quadrat mal b ist plus a Quadrat b. Sieht das fast genauso, ich sag's nicht, wie hier oben. Das hier fällt weg, dann steht hier minus a Quadrat b. Und auch das können wir weiterrechnen. Minus a Quadrat durch a ist minus a, aber minus a Quadrat b durch a ist minus ab. Minus ab mal a ist nämlich minus a Quadrat b. Minus ab mal b Quadrat ist, naja, b Quadrat und das a bleibt da dran. Minus ab Quadrat. Zack, der Teil hier fällt weg und hier steht ab Quadrat. Ab Quadrat durch a. AB Quadrat durch A. Wenn man damit Schwierigkeiten hat, weswegen habe ich die Pause gemacht? AB Quadrat durch A. Kürzen, wenn man es so hinschreibt und ein visueller Typ ist, ist es natürlich viel einfacher, als wenn man sich das überlegt, in den Kopf irgendwie versucht zu drehen und dann türmt sich dann alles auf. Also, AB Quadrat durch A, wenn wir es so hinschreiben, was ja die erste Rechnung ist, kürzt sich das A weg und bleibt plus B Quadrat da stehen. Minus, und dann haben wir hier AB Quadrat als Rückrechenterm von diesen beiden Kollegen. Und wenn wir Doppelpunkt hier machen, b Quadrat mal b ist dann plus b hoch 3. Und hier kommt jetzt eine kleine Verbindungslinie. Das hier ergibt nämlich 0 und b hoch 3 ist ja das, was hier in dem ursprünglichen Term noch nicht getackelt worden ist. Das muss also hier auch nochmal
Und das lässt sich natürlich hier relativ leicht nutzen, also kommt hier insgesamt 0 raus. Und dieses hier ist jetzt das Ergebnis von a hoch 3 plus b hoch 3 durch a plus b. Das ist auch das, was du vorgegeben gekriegt hast, so ungefähr zumindest. Und wenn wir das jetzt hier nochmal umsetzen wollen, dann haben wir jetzt also a hoch 3 plus b hoch 3 geteilt durch a Quadrat minus b Quadrat in einem ersten Schritt aufgeteilt. A plus b mal a minus b. Und das ist das gleiche wie, wenn wir jetzt diesen Teil hier rausgezogen haben, haben wir einfach gesagt, a hoch 3 plus b hoch 3 geteilt durch a plus b mal 1 durch a minus b. Ja, man multipliziert Brüche, indem man Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner. Dann kommt das hier wieder raus und das wird das. Okay, dieses hier haben wir gerade eben da ausgerechnet, ergibt das hier. Ist also gleich a Quadrat minus ab, ups, minus ab plus b Quadrat. Ist der Term. Und das Ganze mal 1 durch a minus b. Also könnte man auch schreiben a Quadrat minus ab plus b Quadrat geteilt durch a minus b. So, wenn man das jetzt nochmal weiterrechnen soll, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob du das sollst, aber wir können das ja hier ruhig nochmal kurz tun. Kommt da, glaube ich, nichts Schönes raus. A Quadrat minus ab plus b Quadrat in Klammern geteilt durch a minus b ist gleich a Quadrat durch a. Ja? A Quadrat durch a, okay, kürzt sich weg, ist gleich a. Rückrechnen, bleibt hier natürlich das a Quadrat stehen. A mal minus b ist minus ab. Oh, das ist natürlich schön, da kommt eine 0 raus. So, und jetzt haben wir hier noch ein b Quadrat. Ist ja quasi der Rest. Bleibt also plus b Quadrat durch a minus b. Und dann ist dabei jetzt die Sache, dass wir das als Lösung dieser Gesamtaufgabe nachher hinschreiben könnten. Und was heißt könnten? Können, denn wir haben ja einmal den Divisor in Linearfaktoren zerlegt. Dann haben wir den Dividenden durch den einen Linearfaktor geteilt und haben das Ergebnis dann nochmal durch den anderen Linearfaktor geteilt. Und so haben wir das quasi dann aufgeteilt. Man könnte das auch Polynomdivision aufteilen nennen. Und damit habe ich jetzt auch, glaube ich, genug gelabert. Ich hoffe, es hat dir was gebracht, Stefan, und auch dir, unbekannter Zuschauer. Du kannst dich bekannt machen, indem du einen Kommentar schreibst. Ich halte dir nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.